So, das werde ich jetzt alles zur Kenntnis nehmen und danach bewerte ich dann die Klausur. So, wir sind bei der Aktiengesellschaft. Wir haben gesprochen zuletzt über das Verfahren. Sie erinnern sich daran. Wir haben gesprochen über die elektronische Teilnahme, über das Briefwahlrecht. Wir haben gesprochen weiterhin über das Auskunftsrecht und das Fragerecht. Wir haben dann diesen tollen Fall zuletzt gemacht. Sie erinnern sich daran, die Aktivisten, die die Hauptversammlung stürmen und da 1000 tolle Anträge stellen. Wir haben gesehen, das Rederecht ist zwar im Gesetz nicht ausdrücklich genannt, aber wir haben eine Regelung zur Beschränkung des Rederechts, nämlich wo? Ja. 131 Absatz 2. Die hat aber den Haken, dass wir eine Satzungsregelung brauchen. Wenn wir die nicht haben, haben wir festgestellt, ist man dann komplett handlungsunfähig, kann man nichts mehr tun, ist man dann sozusagen aufgeschmissen oder was ist dann noch möglich? Wenn Sie keine Regelung haben, genau. Es gibt allgemeine Rücksichtnahmepflichten der Aktionäre untereinander und dann kann der Versammlungsleiter hingehen und die Beiträge proportional kürzen, um sicherzustellen, dass die Versammlung spätestens um Mitternacht beendet ist, weil das ja sonst zum Nachteil aller geht. Da muss das Wohl der vielen Vorrang haben vor dem Wohl des Einzelnen. Wenn die Auskunft zu Unrecht verweigert wird, können Sie vor Gericht auf Auskunft klagen, das regelt 132. Die praktische Bedeutung dieses Verfahrens ist eher gering, denn was würden Sie tun, wenn Ihnen die Auskunft verweigert worden ist und Sie der Meinung sind, dass die Entscheidung deshalb falsch ist, die rausgekommen ist? Ja, Sie fechten den Hauptversammlungsbeschluss an. Das heißt, meistens geht es Ihnen nicht um die Information als solche, sondern um die Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Und das erreichen Sie am besten, indem Sie die Hauptversammlungsbeschlüsse anfechten. Dann wird eine neue Hauptversammlung durchgeführt und vorher werden Sie dann entsprechend aufgeklärt. Das heißt, dieses Verfahren ist praktisch nicht so häufig wie das Anfechtungsverfahren. Kommen wir zum entscheidenden Recht, dem Stimmrecht. Und das Aktienrecht ist da relativ einfach. Es sagt, Beschlüsse kommen zustande durch einfache Stimmenmehrheit. Einfache Mehrheit bedeutet 50% der abgegebenen Stimmen plus eine. Enthaltungen zählen als nicht abgegeben. Das heißt, wer enthält, ist so, als ob er nicht da wäre. Also nicht der anwesenden Stimmen, sondern der abgegebenen Stimmen. Grundsätzlich kann die Satzung größere Mehrheiten oder weitere Erfordernisse bestimmen. Oder auch das Gesetz, dann können Sie halt 75% Mehrheit, 80% Mehrheit, eine 30% Mehrheit können Sie dagegen nicht vorsehen, weil das keine Mehrheit wäre. Ja, relativ offensichtlich. Mitstimmen darf jeder Aktionär, auch derjenige, der nur eine Aktie hat. Eine Aktie gibt eine Stimme. Nicht mitstimmen dürfen die Aktionäre, die Vorzugsaktien haben. Denn das sind Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Haben wir schon mal darüber gesprochen, 12.1.2 in Verbindung mit 139. Sie dürfen nicht mitstimmen, kriegen dafür aber einen Vorzug. Der Vorzug ist nicht eine höhere Dividende, sondern das System ist, Sie kriegen erst den Vorzug gezahlt und nur wenn dann noch was übrig bleibt, können die anderen Dividende kriegen. Der Vorzug ist also sozusagen vorab vor die Klammer gezogen und erst dann wird der Rest verteilt. Bei der Restverteilung partizipieren Sie genauso wie die anderen. Sie kriegen also sozusagen noch einen obendrauf und kriegen dann dasselbe wie die anderen. Zweite Ausnahme, das Stimmrecht kann ausgeschlossen sein nach 136. Wenn Sie mal in 136 reingucken, dann hat er ganz klar geregelt, wo haben wir den? Kommt er gar nicht. Da, 136. Sie dürfen nicht selber über ihre eigene Entlastung abstimmen und sie dürfen nicht abstimmen über die Befragung von einer Verbindlichkeit oder über die Geltendmachung von Ansprüchen gegen sie. Das betrifft insbesondere Schadenersatzklagen nach 93. Sie wissen,
nach 147 kann die Hauptversammlung beschließen, dass Ansprüche geltend zu machen sind. Dann darf der Aktionär, gegen den die Ansprüche geltend gemacht werden sollen, nicht mitstimmen. Relativ logisch. Ebenso darf er nicht mitstimmen über die eigene Entlastung. Wenn er also selber im Vorstand sitzt oder Aufsichtsrat, darf er nicht entscheiden, dass er selber alles richtig gemacht hat, weil der Beschluss wäre relativ witzlos. Vor allen Dingen dann, wenn er mehr als 50% hat. Ziemlich offensichtlich. Und schließlich die Befreiung von einer Verbindlichkeit. Das betrifft ebenfalls vor allen Dingen Schadensersatzansprüche. Wenn er der Gesellschaft auf Schadensersatz haftet und das auch feststeht, dann können Sie nicht einen Erlassvertrag schließen, wenn der selber die Mehrheit hat, weil er sich sonst immer selber entlasten würde. Das kann also auch nicht erfolgen. Gut, das sind die gesetzlichen Stimmrechtsausschlüsse. Da steht weiterhin, er kann auch keinen Vertreter einschalten, auch logisch. Und dann haben wir noch 28 WPHG, der sagt, wenn Sie Ihre Meldepflicht nach Kapitalmarktrecht nicht erfüllen, dürfen Sie ebenfalls nicht abstimmen. Der Grund dafür ist, man will die Leute zwingen, ihre Pflichten einzuhalten, das heißt, den Kapitalmarkt zu informieren. Wer das nicht tut, darf ebenfalls sein Recht nicht wahrnehmen, kann also nicht abstimmen und kriegt keine Dividende. Dasselbe gilt nach dem WPÜG, auch dann, wenn Sie ein Übernahmeangebot machen müssten, ein sogenanntes Pflichtangebot nach 35. Solange Sie dieses Angebot nicht gemacht haben, ruhen Ihre Mitgliedschaftsrechte. Das heißt, Sie dürfen nicht teilnehmen, nicht abstimmen und auch sonst nichts tun. Reine Sanktionierung. Gut, das sind aber nicht alle Ausnahmen. Nein, das ist noch nicht. Dritte Ausnahme, die Beschränkung nach 134.1.2, das sogenannte Höchststimmrecht. Wenn Sie eine Gesellschaft haben, die nicht börsennotiert ist, kann die Satzung bestimmen, dass ein Höchststimmrecht besteht. Das heißt, dass niemand mehr als x Stimmen haben darf. Sie kennen das vielleicht aus dem VW-Gesetz, wo es gesetzlich geregelt war für die VW-AG, die börsennotiert ist, wo drin steht, niemand kann mehr als 70% ausüben, damit das Land Niedersachsen immer eine Sperrminorität hat. Es gibt keine Satzungsänderung gegen den Willen von Niedersachsen. Dasselbe können Sie hier auch machen. Sie können sagen, niemand darf mehr als 10% der Stimmrechte haben. Damit stellen Sie sicher, selbst wenn jemand 90% der Aktien hat, er nur 10% der Stimmrechte ausüben darf. Er wird also behandelt, als hätte er nur 10%. Und der Rest wird dann halt einfach weitergezählt. In der Praxis sind solche Regelungen eher selten. Das sind so sozialistische Regelungen, die verhindern sollen, dass jemand die Macht an sich reißen kann. Der Grund dafür ist, dass man diese Regelung leicht umgehen kann. Denn was können Sie tun, wenn Sie wirklich 50% haben oder 60% und ein Einzelner maximal 10% wahrnehmen kann? Was würden Sie tun? Meine Aktien auf verschiedene Personen verteilen. Ja. Ja, Sie können GmbHs gründen und jede GmbH halt 10%, dann haben Sie halt 5 GmbHs jeweils 10% halt, dann sind Sie der Strippenzieher. Sie können das also relativ leicht umgehen. Insofern ist die Nummer auch witzlos. Selbst wenn Sie die leichte Umgehung vermeiden wollen, suchen Sie halt 5 Freunde und schon sind Sie wieder raus. Also tolle Regelung, aber in der Praxis sehr schwer durchsetzbar, weil Sie müssen dann die Koordination nachweisen und so weiter. Schließlich gibt es die Möglichkeit zu einer vertraglichen Stimmbindung. Hier steht Argument aus 136.2. Wenn Sie 136.2 lesen, scheint er auf den ersten Blick das Gegenteil zu sagen, dass Sie sich nicht binden können. Allerdings, die Norm sagt, nach Weisung der Gesellschaft, des Vorstands oder des Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines abhängigen Unternehmens, oder für die Vorschläge des Vorstandsaufsichtsrats der Gesellschaft. Daraus kann man einen Umkehrschluss ziehen, nämlich wenn das verboten ist, bedeutet das im Umkehrschluss was? Können Sie dann machen? Umkehrschluss zu dieser Norm. Wann ist eine Stimmbindung zulässig? Das ist schwierig. Stellen wir mal eine Frage und schon gucken wieder alle. Ich kann mich vertraglich mit anderen Aktionären übereinbringen. Ja, Sie können einen Stimmenpool bilden.
weil solange nicht die Gesellschaft selber sich kontrollieren soll, können sich natürlich untereinander gruppieren und sagen, wir sind das Bündnis der Kleinaktionäre, wir kämpfen für die Gerechtigkeit. Das ist damit im Umkehrschluss zulässig. Solange nicht diese Parteien beteiligt sind, geht das. Nicht zulässig ist die Übertragung des Stimmrechts. Sie können also nicht sagen, ich verkaufe dir mein Stimmrecht, weil das untrennbar mit ihrer Beteiligung verbunden ist. Gut. Ansonsten ist das Gesetz relativ einfach. Das Stimmrecht wird nicht nach Köpfen ausgeübt, sondern nach der Beteiligungshöhe. Der Grund dafür ist, dass derjenige, der am meisten zu verlieren hat, auch am meisten zu sagen haben soll. Das Stimmrecht kann außerdem für einen anderen, die Satzung kann außerdem eine Zurechnung vorsehen. Das heißt, wenn Sie Aktien in fremden Namen halten, können Sie die zusammenaddieren. Das ist erforderlich dann, wenn Sie dieses Höchststimmrecht haben und dann die einem abhängigen Unternehmen gehören. Das ist dann die Konzernklausel, die sagt, wenn Sie einen Konzern haben, können Sie das im Konzern zusammenrechnen. Und die Beschränkungen können nicht für einzelne angeordnet werden, sondern nur für alle gleich, weil sonst das diskriminieren würde. Das heißt, wenn es für einen gilt, gilt es für alle anderen. Und es gilt nicht für gesetzliche Mehrheiten, das insbesondere für die Dreiviertelmehrheit. Dann, Stimmrecht haben Sie erst dann, wenn Sie Ihre Aktie voll bezahlt haben. Sie wissen, bei vinkulierten Namensaktien können Sie auch Aktien haben, wo Sie nicht die volle Einlage erbracht haben. Dann dürfen Sie aber auch noch nicht abstimmen. Anders bei der verdeckten Sacheinlage, da haben Sie die Einlage auch noch nicht voll erbracht, aber es wird verrechnet und soweit nicht die Differenz zwischen dem eingebrachten tatsächlichen Gegenstand und der vereinbarten Bareinlage offensichtlich ist. Das heißt, Sie bringen einen Oldtimer, nehmen wir ein Schrottauto im Werte von 1.000 Euro ein, obwohl Sie eigentlich 5.000 Euro einzahlen müssen. Wenn das also nicht so ist, dass es jeder erkennt, dürfen Sie trotzdem abstimmen. Die Satzung kann hier allerdings auch wieder anders bestimmen. Die kann einen früheren Beginn des Stimmrechts vorsehen. Dann wird die Aktie sozusagen so behandelt, als hätte sie einen niedrigeren Betrag, soweit der eingezahlt ist. Schließlich sagt das Gesetz, dass auch hier wieder nicht diskriminiert werden darf und wenn keine Aktie eingezahlt worden ist, dann hat jeder halt nur ein anteiliges Stimmrecht. Auch das ist nicht besonders überraschend. Wichtiger ist die Stellvertretung. Die wenigsten Aktionäre haben Lust, persönlich zur Hauptversammlung zu fahren. Das heißt, die meisten Aktionäre lassen sich vertreten. Grundsätzlich können Sie einen beliebigen Dritten bestimmen. Also wer nächstes Jahr zur Telekom-Hauptversammlung will, darf das ohnehin, weil Herr Krämer von der Telekom Sie alle einlädt nach Bonn zu einem Mittagessen bei der Telekom. Aber ich kann ihm auch meine Aktien geben, dann können Sie nicht nur da hingehen und da sitzen, sondern Sie dürfen dann auch abstimmen. Und Sie können dann auch in meinem Namen einen Redebeitrag halten und gemeine Fragen stellen, die den Leuten den Schweiß auf die Stirn bringen. Das wäre Ihre Chance, das können Sie im nächsten Semester. Müssen wir nur eine E-Mail schicken, dann räume ich Ihnen ein Stimmrecht ein. Können Sie nächstes Jahr da hingehen, also dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, Sie können dieses Jahr im Mai zur Telekom-Hauptversammlung in meinem Namen. Wenn Sie nicht in meinem Namen dahin gehen, können Sie trotzdem dahin gehen, weil Herr Krämer Sie einlädt. Aber dann dürfen Sie nicht abstimmen, nicht reden und nicht fragen, sondern nur schweigend da sitzen und staunen. Also Sie haben die Wahl, mitmachen oder nicht. In der Praxis gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die Gesellschaft darf eine Person benennen. Dann nimmt man dann Herrn Müller und sagt, Herr Müller, Sie stimmen ab für alle Leute, die Ihnen Ihre Stimmrechtsvollmacht einräumen. Der Witz dabei ist, dadurch muss der Aktionär nicht dahin fahren und der Herr Müller sagt dann, ich stimme 100-mal mit Ja oder 1.000-mal mit Ja und vertrete hier 1.000 Aktionäre. Früher, als ich noch jung war, gab es Herrn Müller nicht, weil man sagt, das ist ein Interessenkonflikt und der Vertreter ist ja bekanntlich jemand, der nicht an Weisungen gebunden ist, sondern der Vertreter kann im Außenverhältnis eine eigene Willenserklärung abgeben. Und wenn das ein Gesellschaftsmitarbeiter ist, besteht die Gefahr, dass die Gesellschaft sagt, lieber Vertreter,
du kriegst zwar die Weisung von dem A-Stimm so ab, aber wenn du deinen Job behalten willst, stimmst du bitte so ab, wie wir das wollen. Der Vorstand sagt also, um zu bleiben, erfülle unsere Wünsche. Und deshalb gäbe es eine Interessenkollision. Der 134 Dreisatz 4 korrigiert das, indem er auf das Recht der Kreditinstitute verweist und sagt, es ist hier eine Bindung an die Weisungen des Aktionärs gegeben. Das heißt, wenn der Aktionär sagt, stimm so ab, dann darf der Vertreter hier nicht anders abstimmen. Im Grunde ist es also eher eine Botenschaft als eine Stellvertretung, weil er darf nur so abstimmen, wie ihm die Weisung erteilt worden ist. Aber in der Praxis eine Botschaft unzulässig, deshalb hat man halt das Ganze Vertretung genannt. Kreditinstitute waren, wie gesagt, früher die Lösung des Problems. Früher hat man gesagt, die Deutsche Bank fährt eh auf jede Hauptversammlung, das heißt, die Deutsche Bank kann das Stimmrecht für alle ihre Depotkunden wahrnehmen. Das hat die Deutsche Bank auch gerne gemacht und damit hat die Deutsche Bank oder die Commerzbank quasi die Fäden in allen deutschen Aktiengesellschaften gezogen. Man sprach auch von der Deutschland AG, weil die Banken sozusagen über die Hauptversammlung immer alles unter Kontrolle hatten, denn sie haben die Rechte für die ganzen kleinen Aktionäre ausgeübt. Das ist natürlich riskant, weil eine Gesellschaft, die von Banken beherrscht wird, ist möglicherweise auch nicht frei von Interessenkollisionen, denn die Banken sind oft nicht nur Depotbanken, sondern auch Kreditinstitute, die Darlehen vergeben und werden dann die Interessen sozusagen aus ihrem Darlehensgeschäft auch in die Hauptversammlung mit reinbringen. Deshalb hat der Gesetzgeber da ganz stringente Regelungen in 135 geschaffen, die die Banken sozusagen einengen sollten. Das Ergebnis davon kann man aber auch absehen, wenn man den Banken sagt, ihr könnt nicht so abstimmen, wie ihr wollt, dann sagt die Bank was zu ihren Kunden im Hinblick auf die Wahrnehmung des Stimmrechts in der Hauptversammlung, wenn die da erstmal mühsam deren Weisungen einholen muss und dann wörtlich daran gebunden ist, was die so der Bank vorgeben, was würden sie dann tun als Bank? Das ist relativ offensichtlich. Das rationale Verhalten als Bank. Würde das Stimmrecht nur für den Kunden ausgeben, wenn er so abstimmt, wie ich will, weil ansonsten hätte ich ja mehr Arbeit damit. Ja, das ist die eine Variante. Sie können erstmal sagen, so, entweder so oder gar nicht. Das ist nicht ganz so einfach. Wenn Sie das so machen, dann haben Sie erstmal den Aufwand, die alle einzuholen, die einen voll machen und sowas, ist viel zu schwierig. Was werden Sie dem Kunden sagen? Dann muss er was? Es ist viel einfacher. Was würden die von den Kunden verlangen? Was wollen Banken immer, wenn sie irgendwas von denen wollen? Wenn sie Bargeld einzahlen wollen bei der Bank, was sagt die Bank dann? Sie haben hier 10.000 10-Cent-Münzen, wollen die einzahlen. Was sagt ihnen die Bank? Ja, wir nehmen da Gebühren für. Wir machen das total gerne, wir vertreten dich auf der Hauptversammlung, kostet nur 15 Euro. Wenn kein Aktionär das will, dann sagt die Bank, warum nicht hinzugehen. Sparen wir uns die Fahrtkosten, sparen wir uns die Mitarbeiter. Aber wenn da jemand hingehen soll, dann soll das auch bezahlt werden. Was sagen dann daraufhin die kleinen Aktionäre? Wenn man sagt, okay, wir vertreten dich gerne, kostet nur 5 Euro, 10 Euro. Sie als Kunde einer Commerzbank, Sparkasse, was auch immer, würden Sie 5 Euro zahlen, dafür, dass die Deutsche Bank für Sie zur Telekom-Hauptversammlung geht und so abstimmt, wie Sie das gerne hätten? Nein. Also, was ist die Folge insgesamt im Blick auf die Hauptversammlungspräsenz? Wozu führt dieses System? Die ist gering. Es geht keiner mehr persönlich hin und diese Bevollmächtigung, macht was ihr wollt, macht auch keiner, weil die ja Geld kosten würde. Also Ergebnis, dadurch haben sie die Präsenz verdrängt, das hat man etwas wieder aufgefangen mit diesem gesellschaftseigenen Vertreter. Trotzdem in der Praxis die Hauptversammlung nicht so cool, wie man sich das vorstellt. Also gibt es coole Leinwände, gibt meistens ein paar Werbegeschenke, das Essen ist schlecht und jeder Rentner meint halt über seinen Telefonanschluss meckern zu müssen. Aber das werden Sie dann nächstes Semester erleben können. Ich kann Ihnen leider jetzt keine Hauptversammlung bieten, weil die Hauptversammlungssaison beginnt erst im April, Mai. Der Grund dafür ist, dass die Hauptversammlung sich immer anschließend an den Jahresabschluss, der Jahresabschluss wiederum an den Steuererklärungen hängt und die Steuer da halt noch nicht erfolgt ist. Sie haben noch nicht die Steuern abgerechnet. Das heißt, die Geschäftsjahre enden immer erst so in der ersten Jahreshälfte. Das heißt, die Hauptversammlung ist danach und damit
leider nicht jetzt. Also die Vorlesung müsste genau im anderen Semester sein, damit das klappt. Gut. Dann gibt es noch Aktionärsvereinigungen. Das ist eine tolle Idee. Sie kennen vielleicht den Mieterschutzbund und Sie kennen, weiß ich, den Verbraucherschutzverband der armen Verbraucher oder sowas. Und genau sowas gibt es auch hier. Und da gibt es zwei große. Die DSW steht für Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, e.V. Und, wie heißen die denn? Kleinaktionäre. Vereinigung der Kleinen, VDK? Nee. Naja, auf jeden Fall gibt es noch einen anderen Verein, den ich jetzt vergessen habe. Und diese Aktionärsvereinigungen vertreten die Interessen von Aktionären und die sind anders als die Banken nicht durch irgendwelche Kreditsachen gebunden. Die wollen das auch nicht für Geld, sondern die tun das für ihren Vereinszweck im Interesse der Allgemeinheit. Das heißt, sie gehen dahin und vertreten vernünftige, rationale Aktionärsinteressen. Das sind Aktionärsvereinigungen, das sind die möglichen Vertreter. Ansonsten, wenn Sie mal ins Gesetz gucken, 134.3 regelt den Form und die Inhalt von Vollmachten. Wenn Sie mehrere Leute bevollmächtigen wollen, kann die Gesellschaft mehrere zurückweisen, bis so einer übrig bleibt. Der Grund dafür ist folgender. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100 Aktien der Telekom. Die Telekom hat viele Millionen Aktien, wenn Sie wissen wollen. Jetzt erteilen Sie 100 Leuten eine Stimmrechtsvollmacht. Was muss die Gesellschaft dann praktisch tun, damit die 100 Leute ihre Stimmrechte wahrnehmen können, zu denen sie bevollmächtigt sind? Ja, das ist eigentlich offensichtlich. Was muss man tun, damit die Leute abstimmen können? Ja, man muss eine Halle haben, wo die alle reinpassen. Wenn jeder Aktionär für jede Aktie einen Bevollmächtigten bestellt, müssen die alle in den Raum reinpassen. Die müssen alle Essen kriegen im Zweifel. Die müssen alle eine Toilette kriegen, die müssen alle Fragerechte, Rederechte etc. haben. Das heißt, sie können aus einem Aktionär auf einmal 100 machen, das soll nicht gehen. Deshalb, jeder Aktionär darf einen Vertreter haben, er kann mehrere haben, aber da muss die Gesellschaft zustimmen. Also wenn sie mehr als einen haben, müssen sie damit einverstanden sein. Ich habe mit Herrn Krämer letztes Mal gesprochen, der hat gesagt, wenn man da anruft und sagt, ich habe jetzt 10 Leute, dann würden die das auch machen. Also das geht, dann kann man dann seine Aktien auf 10 Leute aufteilen und sagen, jeder darf für 100 Aktien abstimmen. Ansonsten muss das Ganze in Textform erfolgen, wenn die Satzung nichts Abweichendes und bei börsennotierten Gesellschaften keine Erleichterung bestimmt. Textform kennen Sie alle, 126b BGB bedeutet, es muss auf einem dauerhaften Datenträger in Schriftzeichen gespeichert sein, das heißt, es geht per E-Mail, per Fax, per Brief etc. Bei börsennotierten Gesellschaften muss mindestens ein Weg elektronisch sein, das heißt, es muss über ein Webformular oder E-Mail gehen. Und für die gesellschaftseigenen Vertreter ist die Vollmachtserklärung 3 Jahre nachprüfbar festzuhalten. Das heißt, wenn man prüfen kann, ob der wirklich so abgestimmt hat, wie er sollte. Im Übrigen gilt 135.5, den wir uns gleich angucken. 135.1 ist diese Schikaneregelung für die Kreditinstitute, die ich eben angesprochen habe. Da steht drin, Sie dürfen Stimmrechte nur ausüben, wenn Sie bevollmächtigt sind. Das ist noch relativ offensichtlich, dass es also keine konkludente Vollmacht oder Ähnliches gibt, sondern das Ganze muss nachprüfbar festgehalten werden. Es muss also irgendwo ein Dokument geben, wo draufsteht, die dürfen für mich abstimmen. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein, das heißt nicht so fragmentarisch, da muss alles drinstehen, was mit der Vollmacht zu tun hat. Und diese Vollmacht kann auch über einen längeren Zeitraum erteilt werden. Wenn keine Weisungen erteilt werden, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder es muss nach den Vorschlägen des Instituts abgestimmt werden oder nach den Vorständen von Vorstand oder Aufsichtsrat. Außerdem muss man immer eine Widerrufsmöglichkeit haben, damit der Aktionär die Chance hat, wieder loszukommen aus seiner Bank. Darauf muss jährlich deutlich hervorgehoben hingewiesen werden. Achtung, Sie haben eine Vollmacht erteilt, soll die immer noch fortbestehen? Wenn nein, widerrufen Sie jetzt sofort. Und
die Erteilung von Weisungen muss durch ein Formular erleichtert werden. Das heißt, es muss eine Möglichkeit geben, durch Ankreuzen auf Papier oder auf dem Bildschirm zu sagen, stimmt bitte so oder so ab. Sie sehen also, so leicht ist die Nummer nicht. Das Kreditinstitut muss dem Aktionär dann die Vorschläge rechtzeitig mitteilen, muss sich vom Interesse des Aktionärs, nicht vom Eigeninteresse leiten lassen. Insbesondere muss es sogenannte Chinese Walls aufbauen, damit die Kreditabteilung keinen Einfluss nehmen kann, sondern es allein die Anlageabteilung entscheidet. Dann muss da nochmal darauf hingewiesen werden, wenn Sie nicht was anderes sagen, werden wir so abstimmen, wie wir es Ihnen jetzt vorschlagen. Das heißt, man muss immer sagen, Achtung, so werden Sie abstimmen, sagen Sie nein, wenn Sie was anderes wollen. Und dann gilt im Zweifel die Weisung als erteilt, aber man darf wiederum abweichen, wenn hypothetisch der Aktionär einen anderen Willen hätte. Das muss hinterher dann dokumentiert werden und gesagt haben, wir haben anders abgestimmt, was wir damals gesagt haben, weil überraschend gab es eine Entwicklung, der Vorstandsvorsitzende hat sich in der Sitzung eine Dosis Heroin gespritzt, das hat uns doch an der Zuverlässigkeit zweifeln lassen, sodass wir die Entlastung verweigerten oder sowas. Das kann man halt reinschreiben und dann ist das okay. Und in der eigenen Hauptversammlung darf das Kreditinstitut nur abstimmen, wenn es ausdrückliche Weisungen gibt, damit die Bank sich nicht selber überwacht. Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat müssen auch mitgeteilt werden, wenn das Ganze nicht über eigene Vorschläge laufen soll. Das Kreditinstitut muss nicht selber erscheinen, es kann Unterbevollmächtigte erteilen. Das heißt, es kann sagen, okay, für 5 Banken kommt nur einer dahin, spart auch wieder Geld. Außerdem darf auch Briefwahl gemacht werden, das heißt, sie müssen noch nicht mal einen dahin schicken, die können auch einfach nur die Stimmrechte einsammeln und per Brief schicken. Bemerkenswert ist die Aussage, dass das Stimmrecht im Namen dessen, den es angeht, ausgeübt wird. Das heißt, das Kreditinstitut sagt nicht, für wen es abstimmt. Es sagt einfach nur, wir geben 1000 Ja- und 500 Nein-Stimmen ab. Für wen das erfolgt, sagen die nicht, das ist geheim. Ja. Damit das ganze Innenverhältnis zwischen der Bank und dem Bankkunden nicht die Gesellschaft zu sehr beansprucht, sagt Absatz 7, dass die Stimmabgabe wirksam bleibt, auch wenn die Bank falsch abgestimmt hat. Wenn die also eine unwirksame Vollmacht hat oder nicht hinreichend informiert hat etc., dann ist die Stimmabgabe trotzdem wirksam und eine Anfechtung scheidet aus. Der Grund dafür ist, dass dieses Innenverhältnis zwischen Bank und Bankkunde nicht zulasten der anderen Aktionäre gelöst werden soll, die ja sonst eine weitere Hauptversammlung machen müssen. Allerdings haftet die Bank auf Schadensersatz, wenn sie falsch abstimmt. Allerdings haben sie das praktische Problem, der Aktionär wird nie einen Schaden haben. Nur weil die Bank mit Nein gestimmt hat, hat er keinen Vermögensverlust erlitten. Das heißt, diese Angst vor der Haftung ist relativ leer. Problematischer sind die öffentlich-rechtlichen Konsequenzen, denn da können staatliche Sanktionen erfolgen. Wenn eine Bank ihre Pflichten verletzt, kommt die BaFin und macht da üble Dinge, verhängt Bußgelder etc. Wie das Stimmrecht ausgeübt ist, richtet sich nach der Satzung. Da ist zum Beispiel möglich, per Handzeichen in der kleinen AG oder per elektronischen Abstimmgeräten oder, was kann man noch machen, durch Verlassen des Raumes durch eine Tür, wer links rausgeht, sagt ja, wer rechts rausgeht, sagt nein. Sie können alle möglichen Sachen sich ausdenken, geht alles. Sie müssen es nur reinschreiben. Wir haben schon darüber gesprochen, 118, gucken wir da nochmal rein. Absatz 2, was kann man machen? Absatz 2, nicht Absatz 1. Was können Sie machen? Eine Briefwahl. Frage: Können Sie ein reines Umlaufverfahren machen? In der GmbH haben wir ja gelernt, für die GmbH-Recht gehört haben,
Da können Sie ganz auf die Versammlung verzichten und reines Umlaufverfahren machen. Sie schicken einen Brief rum und jeder kreuzt oder unterschreibt und schon geht der Beschluss, ist gefasst. Gibt es auch hier die Möglichkeit, ein Umlaufverfahren zu machen, wenn Sie 118 sich so angucken? Wenn alle einverstanden sind und alle schreiben drauf, ja, ich will. Ja, was sagen Sie 121.6? Absatz 6 ermöglicht das ein Umlaufverfahren? Das setzt ja voraus, dass alle Aktionäre auf der Hauptversammlung erschienen sind. Das durchbricht den ja. Ja, auch da geht kein Umlaufverfahren. Das heißt, wir brauchen immer eine Versammlung. Frage, wer muss denn dann da sein, wenn alle Aktionäre Briefwahl ausüben? Ja, der Vorstand und der Aufsichtsrat sollen nach 118.3 anwesend sein. Das sollen ist als müssen zu lesen. Das heißt, bis auf Berechtigte, außer wenn er jetzt krank ist und im Koma liegt, dann muss er halt nicht kommen. Aber im Übrigen ist er halt vorhanden zu sein. Frage, muss auch ein Aktionär da sein oder ein Vertreter? Stellen Sie sich vor, es gibt eine Hauptversammlung und keiner geht hin. Frage, ist das dann noch eine Hauptversammlung? Alle haben Briefwahl vorher schon gemacht. Alle Beschlüsse, es liegen quasi immer Stimmen vor, immer genug Ja-Stimmen. Die Beschlüsse sind alle sozusagen schon klar. Und jetzt sagen alle Aktionäre, ob ich noch hinfahren, ich habe vorher schon Briefwahl gemacht. Ist es dann noch eine Hauptversammlung, wenn keiner hingeht? Also der Vorstand ist da, der Aufsichtsrat ist da, nur die Aktionäre halt alle nicht. Also ich würde das im Umkehrschluss zu 118 Absatz 3 Satz 1 bejahen. Also wenn nur der Vorstand und Aufsichtsrat an der Hauptversammlung teilnehmen müssten und es gerade für die Aktionäre nicht geregelt ist, dann würde ich davon ausgehen, dass es den Aktionären im Umkehrschluss freisteht zu erscheinen. Ja, in der Tat. Wir brauchen als Pflichtperson auf der Hauptversammlung Vorstand, Aufsichtsrat, Notar. Die Aktionäre sind nicht zwingend erforderlich. Natürlich, wenn keiner da ist, kann man normalerweise keinen Beschluss fassen. Aber durch die Möglichkeit der Briefwahl nach 118.2 kann es sein, dass Stimmen schon vorher abgegeben worden sind und die zählen, sobald die Hauptversammlung durchgeführt wird. Auch wenn keiner da ist. Andere Länder erlauben dagegen auch Umlaufverfahren oder teilweise auch Online-Hauptversammlungen, wo gar keine Versammlung mehr da ist und Leute nur per Videokonferenz alle gegenseitig sehen. In Deutschland muss es immer mindestens einen Versammlungsort nehmen. Selbst wenn Sie 118.1.2 lesen, wo drin steht, Sie können Leute online zuschalten, es muss immer noch eine Versammlung geben, zu der Sie zugeschaltet werden können. Also ohne Versammlung läuft hier nichts. Umlaufverfahren geht nicht, es muss eine Versammlung geben. Das haben wir alle schon gehabt. Jetzt muss ich wieder den ganzen Folien zurückgehen. Ja, war nicht so spannend. Ja, ausnahmsweise kann es auch Sonderversammlungen oder besondere Beschlüsse geben, etwa zur Abwehr von Übernahmen oder Ähnliches. Dann gelten dafür die allgemeinen HV-Vorschriften, außer es gibt Sonderregelungen. Und es gibt Sonderbeschlüsse unter bestimmten Gruppen, insbesondere dann, wenn Sie Sonderrecht dieser Gruppe verlieren sollen, was wir gleich noch sehen werden, dann müssen mindestens 10% der Gruppe teilnehmen. Gut, damit haben wir dieses Kapitel Hauptversammlung hinter uns und können jetzt zum nächsten spannenden Kapitel, was wir ganz schnell machen können, Stellung der Aktionäre voranschreiten. Und da stürzt mir dann PowerPoint von ab. Super. Stellung der Aktionäre.
ist für PowerPoint ein Problem. Warum auch immer. Na komm. Tja. Sehen Sie was? Nein. Kaufleute und Kaufrecht, das wollen wir nicht machen. So, Stellung der Aktionäre, Vinkulierung. Rechte der Aktionäre. Bevor man sich überlegt, was darf denn so ein Aktionär, müssen wir uns fragen, warum gibt es überhaupt Aktionäre? Aktionäre sind zunächst mal die Leute, die der Gesellschaft das Eigenkapital geben. Ohne Eigenkapital kriegen sie auch kein Fremdkapital. Das sind also die Leute, die die Gesellschaft ins Leben bringen, die Eltern der Gesellschaft. Als Ausgleich dafür kriegen sie den Residualerlös, das heißt den Gewinn, der nicht an die Gläubiger geht. Alles, was übrig bleibt, kriegen die Gesellschafter. Also alles, was nicht für Ausgaben drauf geht, dürfen die behalten. Und sie kriegen das ganze Vermögen, wenn die Gesellschaft aufgelöst wird, dann kriegen sie einfach das, was übrig bleibt. Trotzdem sind die Aktionäre eigentlich in der Aktiengesellschaft die Ärmsten der Armen, denn ihre Mitwirkungsrechte werden nach 118 Absatz 1 Satz 1 grundsätzlich nur in der Hauptversammlung wahrgenommen. Das heißt, außerhalb der Hauptversammlung hat der Aktionär im Grunde nichts zu sagen. Wir haben schon ein paar Ausnahmen gesehen, 148 Aktiengesetz, das Klageerzwingungsverfahren oder 256 ZPO, die Möglichkeit, Feststellungsklagen zu erheben, um das Vorstandshandeln zu überwachen. Wir haben noch nicht gesprochen über 127a, da können Sie mal reingucken, das ist eine überflüssige Norm, das Aktionärsforum. Ja, da hat der Gesetzgeber so Hightech-Regelungen geschaffen und hat ein Aktionärsforum geschaffen. Wie stellen Sie sich so ein Aktionärsforum vor? So ein bisschen wie so Facebook oder so ein Chatroom, so der eine schreibt rein, ich bin dafür, dass wir auf der nächsten Hauptversammlung alle für die Entlastung des Vorstands stimmen. Und einer schreibt, nein, das ist ein Schwein, da bin ich gegen. So stellt man sich das vor. Aber wenn Sie mal ins Gesetz gucken, wie funktioniert so ein Aktionärsforum? Was ist das Aktionärsforum? 127a, eine ganz tolle Nummer. Wo finden Sie das Aktionärsforum? Im Bundesanzeiger. Das heißt, Sie haben eine ganze Reihe von Problemen. Das erste Problem ist, damit was in den Bundesanzeiger reinkommt, müssen Sie zunächst mal was wohl tun. Anders als bei Facebook. Was verlangt der Bundesanzeiger von Ihnen, bevor er überhaupt irgendwie auch nur einen Finger rührt? Er wird betrieben, eine Bundesanzeiger GmbH mit Sitz in Köln, Bundesanzeiger Verlag, tolles Unternehmen, Sitz in Köln, Luxemburger Straße, Dumonthaus, große Glasfront, können Sie mal hinfahren, fahren Sie bis Köln-Mühlheim, steigen da aus, drei Haltestellen U-Bahn, dann sind Sie da. Toll. Natürlich. Die wollen Gebühren haben und zwar richtig viel. Das heißt, es kostet erstmal Geld, bevor sie überhaupt was da reinkriegen. Das zweite Problem, was dann auftritt, ist, der Bundesanzeiger Verlag ist da relativ hart und sagt, es gibt eine Zeichenbegrenzung und es gibt Formatierungsbegrenzung, es können keine Bilder hochladen oder irgendwas, sondern es muss einfach knallhart Text sein, Buchstabe für Buchstabe, jedes Zeichen zählt. Gut, dann haben sie das Geld bezahlt, dann haben sie den Text da reingeschrieben. Frage, wer interessiert sich denn dafür? Wer von Ihnen liest regelmäßig den Bundesanzeiger? www.bundesanzeiger.de. Vor der Hauptversammlung gucken Sie regelmäßig rein und sagen, ja, interessant, und der sowieso hat da wieder was geschrieben, finde ich auch. Nein, natürlich nicht. Keiner liest den elektronischen Bundesanzeiger. Das heißt, die ganze Nummer ist eine völlige Totgeburt.
Sie können da einen Aufruf reinschreiben, können sagen, liebe Aktionäre, unterstützt mich, ich will hier eine Schadensersatzklage gegen den Vorstand anstellen. Die sieht nur keiner. Da können Sie genauso gut auf die Toilette sprechen und sagen, hier, Klage gegen den Vorstand, sieht keiner. Können Sie vergessen. Ja? Also das ist eine absolute Totgeburt, weil keiner auf diese Seite geht. Also da gehen Sie besser auf die Hauptversammlung und sagen es da, da haben Sie ja noch eine Chance, dass Ihnen jemand zuhört. Das sieht keiner. Ansonsten sind Sie als Aktionär halt weitgehend aufgeschmissen. In der Hauptversammlung ja, außerhalb nein. Das zweite Problem ist, selbst in der Hauptversammlung sind Ihnen die Hände weitgehend gebunden. 119.2, über Geschäftsführungsfragen entscheidet die Hauptversammlung nicht. 76 Aktiengesetz, der Vorstand ist bei der Geschäftsleitung unabhängig. Und 84.3, er kann auch nicht mal abberufen werden, sondern Abberufung durch den Aufsichtsrat nur aus wichtigem Grund. Das heißt, der Vorstand ist im Grunde unantastbar. Der Aktionär hat nichts zu sagen. Frage also, welche Rechte hat ein Aktionär? Wenig. Der Grund dafür ist zunächst mal, dass man die Gläubiger schützen will. Stellen Sie sich vor, auf einmal kommen die Greenpeace-Aktivisten und übernehmen Daimler und Daimler stellt nicht mehr Autos her, sondern nur noch Kuhsattel. Weil die Greenpeace-Leute sagen, auf einer Kuh zu reiten ist ökologisch viel besser, als ein schmutziges Auto zu fahren. Das würde alle Gläubiger sehr enttäuschen, weil das Unternehmen dann relativ schnell in die Pleite gehen würde. Deshalb möchte man die Stimmung auf den Hauptversammlungen nicht für die Unternehmenspolitik maßgeblich machen. Das soll die Gläubiger schützen, dass nicht sozusagen die Aktionäre alles vor die Wand fahren können, da sollen Profis arbeiten. Zweites Argument, auch die Minderheit soll geschützt werden, weil Mehrheiten sich ja ständig ändern können. Und wenn zufällig irgendwelche Radikalen an die Mehrheit kommen in der Hauptversammlung, können dann die ganze Politik kämpfen. Nach dem Motto, Bayer produziert auf einmal keine Medikamente mehr für das Militär und auf einmal brechen die Einnahmen ein. Oder Bayer verschenkt die Medikamente in dritte Weltländer, wodurch die bei uns auf einmal das Zehnfache kosten. Das fänden viele nicht gut. Und damit die Mehrheit, die sich spontan bildet, nicht zulasten der Minderheit entscheiden kann, hat man gesagt, darf halt keiner mitsprechen. Und schließlich erleichtert das Ganze die Risikostreuung. Aktien werden leichter handelbar, wenn sie sich keine Gedanken machen müssen darüber, wer da in der Mehrheit ist, weil die eh nichts zu sagen haben. Deshalb können sie einfach Aktien kaufen, genauso wie, was kann man noch kaufen, irgendwelche anderen Wertpapiere, irgendwelche Griechenland-Anleihen, das ist halt alles Kiki. Das spart Ihnen wieder Zeit und Geld und alle sind glücklich. Gut, welche Rechte hat man denn jetzt noch? Zunächst mal haben Sie als stärkstes Recht den absoluten Schutz Ihrer Mitgliedschaft. Niemand kann Ihnen die Mitgliedschaft nehmen. Eines ist sicher, die Mitgliedschaft. Frage, was ist die Mitgliedschaft? Die Mitgliedschaft ist die Gesamtheit aller Rechte. Niemand kann Ihnen den Kernbereich der Mitgliedschaft entziehen. Niemand kann Sie gegen Ihren Willen rausschmeißen. Geschützt durch Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz, geschützt einfach rechtlich durch 823.1 mit dem sonstigen Recht Mitgliedschaft. Klingt auf den ersten Blick toll, aber bis Sie auf das Niveau kommen, müssen schon relativ harte Maßnahmen ergreifen. Da muss man sich einfach rausschmeißen, Ihnen die Aktie wegnehmen. Auf der zweiten Ebene sind vor allen Dingen Vermögensrechte. Auch an Ihr Geld kommt man relativ schwer ran. Dazu gehört der Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn, kurz gesagt die Dividende. Wir haben darüber gesprochen, Ihre Dividende ist Ihr Recht, das kann man Ihnen grundsätzlich nicht nehmen. Nehmen kann man Ihnen dagegen das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen, das heißt das Recht, dass Sie Ihre Beteiligung halten können, denn da gibt es eine Hauptversammlungsmehrheit, die Ihnen dieses Recht nehmen kann. Drei Viertel und Sie sind es los. Wenn Sie Nebenleistungen vertraglich erbringen müssen, was in der Praxis nicht vorkommt, dann haben Sie einen Anspruch auf Vergütung dafür. Wenn Sie also eine Pflicht haben, die Geschäfte der AG zu führen, also als Vorstand zu werden, dann kriegen Sie dafür Geld. Außerdem, wenn die Gesellschaft Ihnen die Aktie irgendwann wegnimmt oder die Struktur sich so ändert, dass Sie raus wollen, haben Sie einen Anspruch auf Abfindung. Das ist der Fall bei Abschluss eines Beherrschungsvertrages oder eines Gewinnabführungsvertrages oder bei Verschmelzungen und Spaltungen.
Und schließlich das Recht auf Liquidationserlös, wenn das Ding aufgelöst wird, kriegen Sie Ihren Anteil. Das sind Ihre unentziehbaren Vermögensrechte, die sind schon mal gut, die haben Sie schon mal. Solange Geld da ist, kriegen Sie Geld. Dann kommen wir auf die Ebene der Minderheitsrechte. Wir haben schon darüber gesprochen, wenn Sie einen angemessenen Anteil von 5% haben, können Sie eine Hauptversammlung einberufen, dann haben Sie 122.1. Wenn Sie einen Anteil von 5% haben, können Sie nach 148 ein Klagezulassungsverfahren machen oder nach 142 eine Sonderprüfung einleiten. Das sind Minderheitenrechte, die an ein Quorum gekoppelt sind. Und schließlich haben Sie individuelle Rechte. Das sind die tollen Rechte, die in der Hauptversammlung ausgeübt werden, nämlich Ihr Fragerecht, Ihr Rederecht, Ihr Stimmrecht, Ihr Teilnahmerecht und Ihre Anfechtungsrecht. Das sind Rechte, die hängen an jeder einzelnen Aktie. Auch wenn Sie nur eine Aktie haben, können Sie anfechten, Sie können stimmen, Sie können teilnehmen, Sie können fragen. Da müssen Sie kein Quorum für erfüllen. Jeder Einzelne darf das machen. Mit einer Aktie sind Sie dabei. Das sind die Rechte des Aktionärs. Mehr hat er nicht. Das Gute ist, der Aktionär hat im Grundsatz dann aber auch keine Pflichten. Er muss die Einlage erbringen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Er muss das einzahlen, was er versprochen hat. Das heißt, den Nennbetrag plus ein etwaiges Agio, das heißt ein Aufgeld, was vereinbart worden ist. Zweitens, es kann Nebenleistungspflichten in der Satzung geben. Wenn Sie mal in 55-Aktiengesetz reingucken, steht da drin, die Satzung kann vorsehen, dass der Aktionär Nebenleistungspflichten übernimmt. Zum Beispiel eine Pflicht zur Geschäftsführung. Das heißt, Sie sind als Aktionär verpflichtet, auch im Vorstand zu sein. Das geht aber nur, wenn die Aktien vinkuliert sind, das heißt, wenn die Übertragung auch an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden wird. Jetzt steht hier Rübenzucker Sachsenmilch Feillieferung. Was soll das wohl bedeuten? Wenn da steht Nebenleistungspflicht Rübenzucker, Sachsenmilch Feillieferung. Ich kann es Ihnen sagen. Was stellt wohl eine Sachsenmilch AG her? Was ist deren Tätigkeit? Das ist nichts Anzügliches, was Sie jetzt wieder denken. Wer ist wohl bei der Sachsenmilch AG so beteiligt? Ein Bauer. Und was hat ein Bauer auf seinem Bauernhof? Kühe. Und welche Nebenleistungspflicht könnte eine Sachsenmilch AG ihren Aktionären, die Bauern sind, auferlegen? Ja, die Pflicht, Milch zu liefern. Die Bauern müssen eine bestimmte Menge Milch liefern, sonst erfüllen sie ihre Pflicht als Aktionär nicht. Die wird dann besonders vergütet, haben wir eben gesehen. Aber die Bauern müssen als Aktionäre regelmäßig Milch an die AG liefern. Und bei Rübenzucker, raten Sie, wer ist da wohl Aktionär bei den Rübenzucker-AGs? Ja, die Rübenbauern, die Zuckerrübenbauern. Und ein Zuckerrübenbauer hat auf seinem Feld Zuckerrüben. Und die muss er ernten und diese Zuckerrübenernte muss er der AG liefern. Ja? Jetzt stellen sich gewisse praktische Fragen. Was passiert, wenn der Zuckerrübenbauer sein Feld verkauft? Was denken Sie, passiert dann? Wird er dann von seiner Pflicht befreit? Geht die dann unter? Nein, was passiert dann wohl mit dieser Pflicht? Was muss er dann tun, um diese Pflicht zu erfüllen, der Zuckerrübenbauer, der kein Zuckerrübenfeld mehr hat? Ja, er muss die Zuckerrüben kaufen und die von jemand anderem beschaffen und dann auch dahin liefern. Also Sie sehen, das kann man in der AG vereinbaren. Das Schöne an der Sache ist, das sind die einzigen beiden Beispiele, wo eine Satzung bekannt ist, wo es wirklich drinsteht. Also die Zuckerrüben-AG und die Sachsenmilch-AG sind die einzigen Gesellschaften, wo Satzungen bekannt sind, die so eine Pflicht vorsehen. Alle anderen AGs haben das nicht. Das ist also kein Renner, diese Klausel.
Aber wenn Sie jemals an Nebenleistungspflichten denken, denken Sie an den Rübenzucker. Ja? Ein großer Klassiker. Schließlich die Treupflicht. Jetzt denken Sie sich, Treupflicht, da fehlt doch ein Buchstabe, nämlich das I. Das ist umstritten. Denn es heißt ja auch Leistung nach Treu und Glauben und nicht Leistung nach Treue und Glauben. Wenn Sie das Schrifttum durchgucken, bis ungefähr 1980 stand überall Treupflicht. Irgendwann hat der Verlag dann neue Redakteure gehabt, die haben dann über das E eingefügt. Wenn Sie neuere Sachen sehen, steht fast überall Treuepflicht. Das ist irgendwie sehr uneinheitlich und alles ein bisschen schräg. Ich vermute, es heißt Treupflicht, weil es halt aus 242 kommt. Und da würden Sie auch sagen, Treu und Glauben und nicht Treue und Glauben. Aber es ist ziemlich egal. So. Aktionäre haben außerdem ausnahmsweise die Befugnis, Rechte der Gesellschaft durchzusetzen. Es gibt keine Actio pro Socio in der AG. Warum es sie nicht gibt, sollte Ihnen relativ schnell klar werden. Wenn es eine Actio pro Socio gäbe, das heißt, wenn die AG oder wenn der Einzelaktionär Ansprüche der AG geltend machen könnte, wäre nämlich 148 Aktionäre mit dem Klagezulassungsverfahren schlicht überflüssig. Es macht keinen Sinn, ein kompliziertes Verfahren mit Quorum zu machen, wenn ohnehin jeder Aktionär Ansprüche der Gesellschaft in eigenem Namen geltend machen könnte. Ausnahmen haben wir aber im Konzernrecht, was ich jetzt hier nicht machen kann im Detail. Wenn Sie mal 309 Absatz 4 sich angucken, dann steht da drin, diese Ansprüche kann der Aktionär gegen das herrschende Unternehmen geltend machen. Das heißt, hier haben wir in der Tat ausnahmsweise mal ein Individualrecht. Das heißt, da haben wir eine besondere Actio pro Socio geregelt. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Aktionäre Feststellungsklage erheben können. Sie können aber auch Unterlassungsklage und sogar Beseitigungsklage erheben, wenn ihre Mitgliedschaft betroffen ist. Nämlich immer dann, wenn der Vorstand so tief eingreift, dass der Aktionär in seiner unantastbaren Position berührt wird. Das ist der Fall, wenn der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt wird. Wenn einem Aktionär mehr Rechte eingeräumt werden als den anderen, kann der benachteiligte Aktionär Feststellungsklage erheben oder Unterlassungsklage für die Zukunft oder Beseitigung für die Vergangenheit. Dann, immer dann, wenn Kompetenzen der Hauptversammlung verletzt sind. Wir haben über diesen Holzmüller-Fall gesprochen, Sie erinnern sich daran, oder diese Gelatine-Konstellation. Wenn Sie das Gefühl haben, das darf der Vorstand nicht ohne die Hauptversammlung zu fragen, können Sie vor Gericht ziehen, Feststellungsklage erheben und sagen, der Vorstand hätte uns vorher fragen müssen. Weil das greift in Ihr Recht als Aktionär ein, dass man die Hauptversammlung nicht gefragt hat. Dann wohl auch bei fehlerhafter Organbesetzung, wenn die Entscheidung von Personen getroffen wird, die Sie gar nicht gewählt haben, also die nicht mittelbar durch Ihre Entscheidung als Hauptversammlung legitimiert sind, etwa durch irgendwelche Dritte oder durch zu viele Männer, zu viele Frauen oder was auch immer, dann können Sie das ebenfalls mit Feststellungsklage rügen, weil das unmittelbare Auswirkungen auch auf die Entlastung haben kann. Und schließlich der Bezugsrechtsausschluss, wenn man Ihnen die Verschaffung neuer Aktien verweigert, ohne dass es einen sachlichen Grund dafür gibt, beziehungsweise die Voraussetzungen 186(4) eingehalten sind, können Sie auch dagegen vorgehen. Ansonsten müssen Sie vorsichtig sein. Sie können nicht immer Feststellungsklage erheben, wenn Sie das Gefühl haben, der Vorstand hat hier irgendwie Mist gebaut, weil sonst natürlich die Voraussetzungen des 148 umgangen würden. Denn Sie sagen, für das Klagezulassungsverfahren haben wir ganz enge Voraussetzungen. Wenn Sie immer Feststellungsklage erheben könnten, würden Sie diese Voraussetzungen umgehen, weil hierfür kein Quorum besteht. Kommt noch was. Ja, schließlich gilt in der AG noch ein Gleichbehandlungsgrundsatz, 53a. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt nur im Verhältnis der Gesellschaft zum Aktionär, nicht unter den Aktionären. Die Aktionäre müssen nicht nett und freundlich sein, sondern sie gleich behandeln,
sondern nur die AG darf einen Aktionär nicht anders behandeln als einen anderen. Zweitens brauchen Sie eine Ungleichbehandlung. Sie kennen das aus dem öffentlichen Recht, aus Artikel 3. Einer hat entweder mehr Vorteile als die anderen oder er wird stärkeren Beschränkungen unterworfen. Das heißt, ihm werden mehr Nachteile zugefügt. Das Ganze muss nicht unmittelbar erfolgen. Es reicht auch mittelbar, wenn Einzelne besonders betroffen werden. Das Beispiel dafür ist die Kapitalherabsetzung. Wie ist das gemeint? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine AG, die hat ein Grundkapital von 1 Million Euro. Und Sie sind ein Aktionär, der hat genau 10 Aktien. Dann kann man bei einer Kapitalherabsetzung 10-1 sagen, haben Sie am Ende noch wie viele Aktien, wenn Sie 10 vorher hatten? Wenn Sie jetzt 5 Aktien hatten, ist was die Folge der Kapitalherabsetzung 10-1? Dann haben Sie keine Aktie. Wen von den beiden trifft es härter? Den, der 10 Aktien hat oder den, der 5 Aktien hat? Ja, der 10 hat, hat im Grunde die gleiche Beteiligung, die er vorher hatte. Der 5 hat, hat am Ende gar nichts mehr. Weil alle anderen haben ja auch 10%. Was heißt, obwohl formal auf den ersten Blick alle gleich behandelt werden, jeder hat nur noch 10%, trifft es Leute mit krummen Zahlen mehr als Leute mit glatten Zahlen. Klar die Logik? Das kennen Sie aber auch alles aus dem öffentlichen Recht mit dieser mittelbaren Diskriminierung. Sie wissen, Teilzeitkräfte sind überwiegend Frauen. Deshalb, wenn Sie Teilzeitkräfte schlechter behandeln, behandeln Sie Frauen schlechter. Das kennen Sie alles, oder? Nicht? Öffentliches Recht, Grundrechte, wie gehabt? Naja. So. Die Frage bei einer Gleichbehandlung ist, in Bezug auf was denn? Es geht hier nicht um Mann, Frau, behindert, nicht behindert, Religion, Rasse, Geschlecht und sowas, sondern es geht hier Gleichbehandlung nach Kapitalbeteiligung. Leute, die die gleiche Kapitalbeteiligung haben, müssen auch gleich behandelt werden. Das gilt für alle Hauptrechte. Hauptrechte sind das Stimmrecht, die Gewinnbeteiligung, das Bezugsrecht und der Liquidationserlös. Diese Rechte werden bestimmt danach, wer am meisten hat, hat am meisten zu sagen. Es ist also gerechtfertigt zu sagen, jemand, der zu 90% beteiligt ist, hat 9-mal mehr Stimmen, als derjenige, der zu 10% beteiligt ist. Demgegenüber für alle anderen Rechte gilt die Gleichbehandlung nach Köpfen. Damit ist gemeint, in Bezug auf das Teilnahmerecht wird derjenige mit 90% der Aktien genauso behandelt wie derjenige mit 10% der Aktien. Beide dürfen zur Hauptversammlung gleich hin. Man kann nicht sagen, nee, du hast nur 10% und du wirst ja nicht reingelassen. Sondern jeder wird gleich behandelt nach Köpfen, nach Individuen. Nicht nach Geld, sondern nach Personen. Interessanterweise sagt man, dann gilt das auch für das Rede- und Auskunftsrecht. Auch beim Rederecht ist es nicht so, als ob derjenige mit 90% 9-mal so viel reden darf, wie derjenige, der 10% hat. Sondern jeder hat den gleichen Redeanteil. Ja? Also da wird nicht danach verfechtet. Genauso bei Anfechtungsbefugnis oder Auskunftsrecht. Man kann nicht sagen, die Anfechtungsklage von dem 90% Aktionär ist mehr wert als die von dem 1% Aktionär. Alle werden gleich behandelt. Also Differenzierung nach Geld bei Hauptrechten, Differenzierung nach Köpfen bei allen anderen Rechten. Das Ganze kann gerechtfertigt werden durch einen sachlichen Grund. Sachlich ist der Grund dann, wenn er im Gesellschaftsinteresse liegt. Gesellschaftsinteresse ist abzugrenzen von Privatinteressen, Sozialinteressen und Einzelinteressen. Sozialinteressen meint zum Beispiel Umwelt. Wenn Sie sagen, wir wollen unsere Hauptversammlung grundsätzlich elektronisch durchführen, um die Umwelt zu schonen, ist das ein Sozialbelang, aber es ist kein Belang im Gesellschaftsinteresse. Weil die Reisekosten trägt der Aktionär eh selber, das heißt, Sie müssen einen Raum mieten, der groß genug ist, um alle Aktionäre unterzubringen. Sie können nicht sagen, bitte nehmt alle elektronisch teil. Oder Drittinteressen,
die Gesellschaft darf nicht zu Lasten der Aktionäre handeln, um Gläubigern mehr Geld zu geben, Kreditgebern. Ja? Die Banken sind keine relevante Größe, es geht nur ums Interesse der Gesellschaft, nicht ums Interesse der Banken. Und schließlich Interessen des Mehrheitsaktionärs. Wenn der Mehrheitsaktionär mehr Rechte haben will als alle anderen, können Sie nicht sagen, ja, der hat ja auch die Mehrheit und deshalb darf er mehr kriegen. Das ist kein sachlicher Grund, weil die Gesellschaft hat nichts davon, dass der Mehrheitsaktionär ist. Die Gesellschaft hat die gleichen Aktien, egal wer die Aktien hält. Die Gesellschaft kann aber sachliche Gründe selber schaffen in der Satzung. Und zwar, indem sie sogenannte Aktiengattungen bildet. Sie kann also sagen, es gibt die Premium-Aktie, es gibt die Normalaktie und es gibt die Sparaktie. Wichtigstes Beispiel sind die Vorzugsaktien, die haben eben kein Stimmrecht, aber dafür einen Vorzug. Wir haben eben auch gesehen, sie können Höchststimmrechte einführen, sie können aber theoretisch auch andere Sonderrechte einführen und sagen, du musst Rüben liefern und du musst keine Rüben liefern. Also die Rübenaktie und die Nicht-Rübenaktie. So können Sie das wunderbar ausdifferenzieren. Das ist nach 23 Nummer 4 in der Satzung möglich. Schließlich können Sie auf die Gleichbehandlung verzichten. Die Gleichbehandlung ist dispositiv, aber nur für den Einzelfall. Sie können nicht sagen, ich nehme die Diskriminierung. Behandelt mich ruhig mies, Hauptsache ich bin dabei. Die Generaleinwilligung ist nicht möglich, sie muss für jede einzelne Maßnahme konkret erfolgen. Ausnahme 179.3, wenn eine Gattung besondere Vergünstigungen erhält, können diese Vergünstigungen mit Dreiviertelmehrheit innerhalb der Gattung abgeschafft werden. Das heißt, dann werden die 25% nicht gefragt, die werden schlicht überstimmt. Das heißt, man kann der kompletten Gattung die Rechte entziehen, wenn die mit qualifizierter Mehrheit dafür ist. Ja, Treupflichten im Kern ist erstmal natürlich die Gleichbehandlung auch eine Art Treupflicht der Gesellschaft gegenüber den Aktionären. Darüber hinaus haben wir 117 und 317 Aktiengesetz, die sagen, niemand darf Einfluss auf die Gesellschaft ausüben, ohne in die Haftung zu gelangen. Also wer versucht, den Vorstand an der langen Leine zu halten oder an der kurzen Leine zu halten, der haftet auf Schadensersatz. Das ist auch eine besondere Form der Treuepflicht, beeinflusse unseren Vorstand nicht. Und schließlich haben wir 826 BGB. Wenn die Aktionäre gezielt es darauf anlegen, das Gesellschaftsvermögen zum Nachteil der Gläubiger im Innenverhältnis zu verteilen, dann ist das ein sittenwidriger Eingriff zum Nachteil der Gläubiger mit Vorsatz und damit ein Fall von 826. Die Aktionäre, die die AG nur als Selbstbedienungsstation nutzen, haften daher individuell auf Schadensersatz und zwar gegenüber der Gesellschaft. In der Praxis spielt 826 BGB anders als im GmbH-Recht keine Rolle. Sie können sich das vorstellen, bei einer größeren AG macht das keinen Sinn, dass Sie jetzt hier gegen alle Aktionäre der Bayer AG vorgehen oder ähnliches, weil Sie müssen ja auch gucken, wer hat konkret hier Einfluss genommen. Im Übrigen ergibt sich die Treupflicht aus 242 BGB. Treupflichten bestehen zwischen der Gesellschaft und jedem einzelnen Aktionär. Sie sehen das, Aktionär links, Aktionär rechts. Aber auch zwischen den Aktionären. Problematisch ist, was ist, wenn es nur einen Aktionär gibt? Wenn ein Aktionär alle Aktien hat, hat dann dieser Aktionär Treuepflichten gegenüber seiner AG? Oder ist die Treuepflicht quasi ausgeschlossen, dadurch, dass es eh keinen anderen Beteiligten gibt, der irgendwie schutzwürdig sein sollte? Ja, im GmbH-Recht sagt man in der Tat, es gibt auch ein Gläubigerinteresse hier, die Leute zu. Auch das Gläubigerinteresse wird geschützt,
durch die Treupflichten. Das heißt, die GmbH hat ein Vermögen, was primär dem Gläubigerschutz dient. Das ist im Wesentlichen auch die Grundlage des existenzvernichtenden Eingriffs. Im Aktienrecht ist die Lage ein wenig anders, denn wodurch werden die Gläubiger in der AG im Wesentlichen geschützt? Warum ist das Problem in der AG nicht so stark wie in der GmbH, dass die Aktionäre hier, wie soll man sagen, zum Nachteil der Gläubiger agieren? Ja, weil der Vorstand unabhängig handelt, das heißt, die Aktionäre haben ohnehin keinen Einfluss. Und wenn doch jemand Einfluss nimmt, haben wir halt 117 Aktiengesetz. Das heißt, dann haben wir wieder die Haftung. Das heißt, wir brauchen keine allgemeine Treuepflicht, die es verbietet, sondern wir können dann halt Schadenersatz verlangen. Deshalb sagt eine starke Literaturansicht, dass bei AG die Lage anders ist als in der GmbH, dass es dann, wenn es nur einen Aktionär gibt, keine Treuepflichten gibt. Die Gegenansicht sagt, Kapitalgesellschaft, Kapitalgesellschaft, ich kann ja durch Formwechsel relativ schnell hin und her wechseln, dann kann es keine Rolle spielen, wie ich es organisiere. Und in beiden Fällen habe ich noch Treuepflichten, die eben das Unternehmensinteresse am Erhalt des Vermögens als primäre Haftungsmasse schützen. In der Praxis kommt es da meistens nicht drauf an, aber man sollte das wissen. Die Leute, die heute Morgen gesetzliche Ökonomie gehabt haben, kennen diesen tollen Fall schon. Audi NSU, das ist sogar die gleiche Folie wahrscheinlich. Ein großer Klassiker. Sie wissen, es gab mal eine Audi AG, die war börsennotiert. Dann gab es die VW AG. Die VW AG hatte schon die Mehrheit an Audi und hat dann mit Audi einen Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Das heißt, danach konnte sie dem Vorstand direkt Weisungen erteilen. Nach 304, 305 Aktiengesetz muss man dann, wenn man das macht, den Aktionären die Möglichkeit geben, auszusteigen aus der AG. Das hat die VW AG auch gemacht, indem sie gesagt hat, ihr könnt tauschen Audi-Aktien gegen VW-Aktien im Verhältnis 2,5:1. Das heißt, ihr gebt 2,5 VW-Aktien, Audi-Aktien ab und kriegt dafür eine VW-Aktie. Das haben ein paar gemacht, die meisten aber nicht. Die Aktien wurden weiter an der Börse gehandelt. Der Börsenkurs betrug 145 D-Mark pro Stück und der K wie Kläger, verkaufte auch zu diesem Preis 5.100 Aktien. Dann ging der Kurs ein bisschen hoch, um 2 D-Mark, das war jetzt nicht so spektakulär. Und dann ging die VW AG hin und kaufte für 226 Mark außerhalb der Börse ein Paket und erlangte dadurch eine Mehrheit von 90%. Daraufhin sagte der Frankfurter Wertpapierbörse, ja, wir handeln die Aktien nicht mehr, wir sparen uns erstmal, wir stoppen den Aktienhandel, um den Kursanstieg zu verhindern. Der letzte Kurs, der gemessen wurde, betrug 210 D-Mark. Am 11. November machte VW dann ein Übernahmeangebot für die restlichen Aktionäre und sagte, wir kaufen eure Aktien für 226 Mark das Stück. Der K. ärgerte sich nun. Warum? Weil er hatte die Aktien verkauft im Oktober für 145 Mark. Hätte er sie behalten bis zum 11. November, das heißt einen Monat, hätte er pro Aktie 226 Mark erhalten. Und er wirft jetzt vor, der VW AG, ihr wart ja damals schon beherrschend beteiligt. Und wenn ihr mir vorher gesagt hättet, ihr Schweine, dass ihr hier 90% erwerben würdet für den Preis, hätte ich natürlich nicht verkauft, ich hätte die Aktie weiter behalten. Und ihr habt mir als eurem Mitaktionär gegenüber die Rücksichtnahmepflicht verletzt, mich zu informieren über eure künftigen Pläne. Hätte ihr das gemacht, hätte ich nicht verkauft. Zu 41,2 würde man heute sagen, ihr habt die Pflicht zur Rücksichtnahme auf meine Rechte, Rechtsgüter und Interessen. Und mein Interesse ist es halt, dass ich weiß, dass ihr alle Aktien kaufen wollt und einen Monat vorher wird ihr schon geplant haben. Das war ja keine Spontanentscheidung, ich kaufe jetzt mal 90%. Also, Pflichtverletzung, vertreten müssen, um meinen Schaden, ist die Differenz 32.000 D-Mark, nicht Euro. Klar die Argumentation? Ihr als Mehrheitsaktionär habt eure Pflicht verletzt, indem ihr mich nicht informiert habt, darüber, dass ihr den Rest erwerbt. Hättet ihr jetzt gesagt, hätte ich keinen Schaden erlitten. Wie hat der BGH entschieden? Was sagt Ihnen so die Intuition, unabhängig davon, ob Sie es heute Morgen schon gehört haben?
So überraschend ist das Ergebnis jetzt nicht. Wenn die BGH wären, würden sie sagen, ja, klingt plausibel, kriegst du, oder würden sie sagen, bekloppt, hau ab. Wie würden sie entscheiden? Unabhängig von der Begründung. Es gibt eigentlich nur ein ökonomisch sinnvolles Ergebnis. Nee. Also das ist keine typische Pflicht des Mehrheitsaktionärs, was er künftig investieren will. Also das ist keine Treupflicht aus dem Gesellschaftsverhältnis, das mag maximale Kapitalmarktpflicht sein oder irgendwas, aber es kann keine Pflicht sein aus der Treuebindung der Gesellschafter untereinander. Weil das ist ja irgendwelche meine Privatentscheidung, ob ich Aktien verkaufe oder kaufe. Darüber muss ich meine Mitaktionäre nicht informieren. Das Ergebnis hat der BGH auch so gefunden. Das Problem war nur seine Begründung, die nämlich recht pauschal war. Und er sagte, nö. Also zwischen Aktionären, da gibt es nur 826, 242 und 26. Das heißt, die ganz krassen Missbrauchsfälle, alles andere gibt es nicht. Keine Treubindung zwischen Aktionären. Aktionäre sind anonym, genauso wie Menschen, die sich auf der Straße zufällig treffen. Das ist keine Liebesbeziehung, sondern ein Zufallstreffen. Wenn Sie mit jemandem zusammen im Bus stehen, kennen Sie ihn auch nicht. Ja? Aktionäre sind wie Buspassagiere. Diese Entscheidung hat nicht lange gehalten, denn dann kam die Linotype-Entscheidung. Die Linotype-Entscheidung war einfach, es gab eine GmbH. Die GmbH war beteiligt an einer AG. Und zwar mit 96%. Es gab aber auch einen Minderheitsaktionär und der Minderheitsaktionär war beteiligt mit 4%. Das damalige Recht sah vor, wenn man die Gesellschaften verschmelzen wollte, hätten alle Aktionäre zustimmen müssen. Das heißt auch der 4%-Mann, der auf jeden Fall dagegen war. Deshalb hat die Gesellschaft folgende brillante Lösung gemacht. Sie hat die Auflösung beschlossen. Die Auflösung kann sie nämlich beschließen mit 3/4 Mehrheit. Da hat der 4%-Mann nichts zu sagen. Und gleichzeitig gesagt, zur Liquidation übertragen wir alle Assets auf die GmbH, die das herrschende Unternehmen ist. Das fand nun der 4%-Aktionär nicht so lustig und hat gesagt, hier, das verletzt auch hier eure Rücksichtnahmepflichten und möchte deshalb die Nichtigkeit des Auflösungsbeschlusses erklärt haben durch Anfechtungsklage mit der Begründung, das verstößt hier gegen das Gesetz. Und zwar das Gesetz in Form der ungeschriebenen Treuepflicht. Wenn der BGH seinem Pfad treu geblieben wäre, hätte er sagen müssen, ja, ist doch ja gerade Zufall, wie eine Straßenbahn, du 4%, der 96%, halt wer zwei Sitze beansprucht im Bus, hat auch nicht jetzt irgendwie mehr Rücksichtnahmepflicht als einer, der einen Sitz beansprucht. Der Stehpassagier hat auch nicht mehr Rechte als der Sitzpassagier. Aber der BGH kam hier zu einem anderen Ergebnis. Warum kam der BGH hier denn zu einem anderen Ergebnis als in dem Fall, den wir eben hatten? Ja, anders als im Fall eben geht es nicht um die private Entscheidung, ob ich jetzt Anteile kaufe oder verkaufe, sondern es geht um eine Unternehmensorganisationsmaßnahme, die die Mitgliedschaft als solche betrifft. Das heißt, soweit es um eine Gesellschaftsangelegenheit geht, gibt es selbstverständlich Treuepflichten. Der BGH hat sich aber wieder etwas schwer getan und hat gesagt, ja, das entscheidende Argument ist hier, dass es vor allen Dingen geht um ein Gegengewicht. Immer dann, wenn ich eine Machtposition habe, muss eine Kompensation durch eine Treupflicht erfolgen. Wenn ich also mehr Macht habe als andere, muss dieses Mehr an Macht kompensiert werden durch eine richterliche Kontrolle anhand der Rücksichtnahmepflichten. Mit Macht geht Verantwortung einher, könnte man sagen. Das Ganze kam dann zum Schwur in der wichtigen Entscheidung, das ist die einzige wichtige von den dreien, in der Girmes-Entscheidung. Girmes-Entscheidung, der Effektenspiegel, Bolko Hoffmann, großer Klassiker des deutschen Aktienrechts. Es gab die Girmes AG. Nicht Kirmes, ja, Girmes. Und die Girmes AG hatte Probleme. Und um die Probleme zu lösen, wollte man einen sogenannten Kapitalschnitt machen. Ein Kapitalschnitt bedeutet, wir senken das Grundkapital und erhöhen es dann im nächsten Schritt wieder. Also runter und wieder hoch.
Warum macht man das? Grundkapital senken und dann direkt unmittelbar wieder erhöhen. Hoch und wieder runter. Damit man neue Aktionäre bei einem Grundkapital. Ja, Sie können dann im Rahmen der effektiven Kapitalerhöhung neue Aktien ausgeben. Dann zahlen Ihnen Leute für die neuen Aktien wieder Geld und Sie erhöhen sozusagen das Gesamtvermögen, obwohl das Grundkapital rechnerisch gleich bleibt. Wenn das Grundkapital dagegen nicht erhöht wird, müssen Sie es erhöhen. Dann werden die Stimmrechte wieder verwässert, das wird dann sehr schwierig. Denn dieser Kapitalschnitt ermöglicht Ihnen auch wieder eine frühe Gewinnausschüttung, also runter und wieder hoch, ist eine ganz effiziente Methode. Der Vorschlag des Vorstandes, des Aufsichtsrates war es, im Verhältnis 5:2 das Kapital zu ändern. Das heißt, jemand, der bisher 5 Aktien hatte, hätte am Ende 2 gehabt und hätte dann 3 nachkaufen müssen, um wieder auf den alten Stand zu kommen. Dagegen wandten sich bestimmte Interessenkreise, unter anderem der sogenannte Effektenspiegel. Effektenspiegel hat Werbung am Bahnhof in Düsseldorf, wie ich gesehen habe. Das ist quasi ein Insiderblatt für Aktienkenner, wo ihnen gesagt wird, wie können sie Geld machen durch geschickte Maßnahmen, Anlageentscheidungen etc. Und der Effektenspiegel sagte, das ist Unsinn. Das richtige Sanierungskonzept wäre Herabsetzung im Verhältnis 10:9. Das heißt, wer 10 Aktien hat, kriegt 9 und das reicht völlig. Dieses 5:2 ist überhöht, das ist total blöd. Das Ganze verband der Effektenspiegel mit der Werbung, gebt uns eure Stimmrechte, wir werden das verhindern. Und die Leute räumten denen in der Tat Stimmrechtsvollmachten ein und insgesamt vertraten sie auf der Hauptversammlung 39,17%. Kapitalmaßnahmen sind Satzungsänderungen und Satzungsänderungen brauchen nach 179 Aktiengesetz immer eine Dreiviertelmehrheit. Wenn Sie hier 57,6 haben, dann sind das nicht drei Viertel. Das heißt, alleine dadurch, dass Sie die 39,17% hatten, konnten die wirksam jeden Beschluss verhindern und damit die Sanierung runter aufhalten. Es kam also, wie es kommen musste, die Sanierung scheiterte, weil sie keine Mehrheit gefunden hatte. Damit fehlte irgendwann das Geld, die Gesellschaft fiel in Insolvenz und alle waren unglücklich. Nun gibt es den K. Der K hatte 350 Aktien und hatte nicht den Effektenspiegelmann beauftragt. Und der K möchte nun von dem Effektenspiegel gerne Schadensersatz in Höhe dessen, was ihm dadurch entgangen ist, dass die Sanierung gestoppt worden ist, wie auch immer das berechnet worden ist. Das erste Problem des Falles fällt Ihnen relativ schnell auf. Der B, sagt uns der Sachverhalt, hatte keinerlei Aktien. Nicht-Aktionär B, Herausgeber des Effektenspiegels. Nicht-Aktionär heißt, dass ihn auch keine Treuepflichten treffen. Einverstanden? Damit hat der BGH das erste Problem. Was könnte denn hier die Anspruchsgrundlage sein? Und der BGH hat in der Tat erstmal festgestellt, Treuepflichten treffen den nicht. Den Beklagten als Nichtaktionär obliegt keine eigenständige gesellschaftsrechtliche Treuepflicht. So der BGH. Hat der BGH gesagt, naja, aber wir kennen ja alle die Stellvertretung. Und der Stellvertreter gibt eine eigene Willenserklärung ab, 164.1.1, und er muss dabei im Interesse des Vertretenen handeln. Und wenn er seine Vertretungsmacht überschreitet, wenn er also eine Willenserklärung abgibt, die er gar nicht abgeben darf, dann passiert was? Ein Vertreter, der die Vertretungsmacht, die ihm eingeräumt ist, überschreitet, was ist da? Kennen Sie alle? Vertreter ohne Vertretungsmacht? Genau, er haftet nach 179.1 BGB auf Schadensersatz. Und jetzt sagt der BGH, hätte denn der Aktionär im konkreten Fall hypothetisch gegen die Sanierung stimmen dürfen?
Also hätte der Aktionär, wenn er selber abgestimmt ist, gegen die Sanierung stimmen dürfen, dann sagt er, nein, auf keinen Fall, weil das geht ja nicht. Damit durfte der Aktionär aber auch niemanden bevollmächtigen, mit Nein zu stimmen. Weil er selber nicht mit Nein stimmen durfte, durfte er auch keinen Vollmacht erteilen, mit Nein zu stimmen. Also umfasste die Vollmacht an unserem B nicht die Möglichkeit, mit Nein zu stimmen, sondern er musste mit Ja stimmen. Damit hat er seine Vertretungsmacht überschritten und damit haftet er analog 179.1 auf Schadensersatz. Das zweite Problem, was sich hier in dem Fall stellte, war aber, wenn Sie hier gucken, er vertrat ja nur 39,17% und die einzelnen Aktionäre, die ihm Stimmrechtsvollmacht eingeräumt hatten, hatten im Zweifel noch nicht mal, 5%. Das heißt, der Einzelne, den er vertreten hat, hat im Grunde gar keine Sperrminorität. Also lautete die Frage, hat derjenige, der nur eine Aktie hat oder zwei Aktien oder fünf Aktien hat, überhaupt eine Treuepflicht oder ist dessen Stimme nicht eigentlich ungebunden? Wir haben eben gesehen, bei dem 95%-Fall oder 96%-Fall war es kein Problem, weil wir sagen, der hat so viel Macht, der kann alles machen. Aber hat denn wirklich der Mensch, der wirklich nur eine Aktie hat oder von mir aus auch 1%, so viel Macht, dass wir ihn mit Treuepflichten anketten müssen? Hat der Kleinstaktionär Macht, die wir beschränken müssen? In der Tat, wir sagen, soweit er blockieren kann, das heißt bei Qualität Mehrheitserfordernissen, hat er auch die Macht, die der Kontrolle unterliegt. Und damit sind wir jetzt bei der letzten Frage, der entscheidenden Frage dieses Falles. Wieso verpflichtet mich die Treuepflicht denn, für die Sanierung zu stimmen? Das ist das Hauptproblem dieses Falles. Wieso soll denn der Kleinaktionär für Sanierung stimmen? Wenn wir sagen, du musst eh mit Ja stimmen, sind wir hier bei einer Art DDR-Wahl. Du hast die Wahl, Ja oder Ja. Kreuze an. Wenn du Nein ankreuzt, hast du trotzdem Ja angekreuzt. Also warum sollen wir hier bei einer Abstimmung, die ja offenbar auch eine Entscheidung voraussetzt, sagen, du hast ja gar keine Wahl, du musst mit Ja stimmen. Ich glaube, man muss immer unter bestimmten Voraussetzungen mit Ja stimmen. Zum Beispiel dann, wenn die Sanierung erfolgsversprechend ist. Ja, das ist die erste Voraussetzung, das ist schon mal gut. In der Tat, man muss nur mit Ja stimmen, wenn die Sanierung erfolgsversprechend ist. Reicht das? Müssen dann alle mit Ja stimmen? Also stellen Sie sich vor, man könnte sanieren mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 90%, müsste dafür aber, 5 Millionen, 10 Millionen Euro nachschießen. Und Sie sagen, nee, das möchte ich nicht, bin ich gegen. Müssen Sie ja mit Ja stimmen? Nur weil es Erfolg hat? Was kann man auch tun, wenn man sieht, okay, wir brauchen mehr Geld und wir haben keine Lust, mehr Geld nachzuschießen. Ja, austreten klingt gut. Was ist das Problem beim Austreten? Denken Sie hier an unsere Girmes AG. Wie treten Sie aus einer AG? Ich kann ja. Also verkaufen ist meistens keine Option, weil sie finden keine, die ihn kaufen will. Vor allen Dingen, wenn droht, dass quasi 5:2 herabgesetzt wird. Das heißt, dass sie sozusagen 5 Aktien kaufen, aber nur 2 kriegen. Das ist schon verdammt schwierig. Das heißt für sie sehr unattraktiv. Was können sie auch machen, wenn sie nicht raus können? Ja, natürlich. Sie können sagen, löst doch den Laden auf. Wenn der Laden aufgelöst wird, wird zumindest das, was noch übrig ist, verteilt. Es gibt keine Nachschusspflicht, es wird nicht verwässert. Und Sie haben nicht das Austrittsproblem. Das heißt, es gibt in diesen Fällen immer 2 Möglichkeiten. Entweder sanieren oder auflösen. Und warum ist in diesem Fall so, dass gesagt wird, die Möglichkeit auflösen hast du nicht. Du musst für sanieren stimmen. Wie kommt der BGH dazu zu sagen, nee, in dem Fall musst du für sanieren stimmen
Und du darfst nicht sagen, ich will aber lieber auflösen. Wenn die Stellung der ganzen Aktionäre besser ist bei Sanierung als bei Austritten? Das klingt schlau, aber das, was müsste der BGH machen, um das rauszufinden, wie die Stellung, ob die Stellung besser oder schlechter ist? Wie kann ich das rauskriegen, was besser und was schlechter ist? Was wir bei der Business Judgment Rule schon besprochen haben, was ist das Problem bei solchen Fragen? Warum ist diese Frage nicht ganz so einfach, wo man besser und wo man schlechter steht? Ja, natürlich. Hinterher weiß ich immer mehr und sage, ja, war doch klar, das hätte geklappt. Oder, ja, dass er schief gehen musste, sieht man, ja, ist er schief gegangen. Ist er vor die Wand gefahren. Ihr habt es ja versucht, das war ja wohl Quatsch. Das heißt, die Gefahr bei solchen Sachen ist, meine Ex-Post-Perspektive sagt mir immer, ob es gut oder schlecht war. Aber wie die Entscheidung damals gewesen ist, kann ich heute kaum noch beurteilen. Das heißt, diese Perspektive, sagt der BGH, will ich gar nicht erst einnehmen. Es reicht die Erfolgschance. Wenn die Sanierung erfolgsversprechend ist, ist es meine Option. Stattdessen, sagt der BGH, stellen wir ab auf den Willen der Mehrheit. Wenn die Mehrheit für Auflösen ist, wird aufgelöst. Wenn die Mehrheit für Sanieren ist, wird saniert. Das klingt einfach, oder? Wenn Sie genau hinschauen, hat das aber welches Problem? Wenn Sie sagen, wenn die Mehrheit für Sanieren ist, wird saniert, wenn die Mehrheit für Auflösen ist, wird aufgelöst. Also jetzt nach der Abstimmung, was die Mehrheit ist, und wenn in dem Zeitpunkt schon die Minderheit rechtswidrig abgestimmt hat, dann... Ja, ich habe folgendes praktisches Problem. Ich will ja hier gucken gerade, wer hätte mit Ja oder Nein stimmen müssen. Wenn ich sagen muss, müssen eh alle mit Ja stimmen, dann habe ich natürlich die Mehrheit. Wenn ich sage, es müssen alle mit Nein stimmen, habe ich auch da ganz klar die Mehrheit. Das heißt, diese Frage, was will denn die Mehrheit, ist ja hier eine rein hypothetische. Was der BGH eigentlich gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, das Problem ist, ich brauche sowohl für die Auflösung als auch für die Sanierung jeweils 75%. Dass ich die hier nicht kriegen kann, steht fest, weil die eine Gruppe sagt, wir wollen auf jeden Fall sanieren, die hat aber keine Dreiviertelmehrheit. Und die andere Gruppe sagt, wir würden eher auflösen, als diese Sanierung anzunehmen. Die hat noch nicht mal eine 50% Mehrheit. Und dann sagt der BGH, wenn es diese Konstellation gibt, dass sich zwei Gruppen gegenüberstehen und keiner die Dreiviertelmehrheit erreicht, dann reicht im Grunde auch die einfache Mehrheit. Dann wird so getan, als hätte der Rest mit Ja gestimmt, dann sind die Nein-Stimmen unwirksam. Das heißt, sobald ich über die 50% komme, werden die anderen Stimmen umgewidmet in Ja-Stimmen. Ich ersetze also Dreiviertelmehrheit durch einfache Mehrheit. Warum? Weil es keine dritte Option gibt, die mit einfacher Mehrheit beschlossen werden könnte. Wenn es eine einfache Mehrheitsoption gäbe, würde man sagen, wird die halt genommen. Aber wenn alle denkbaren Entscheidungen Dreiviertelmehrheit brauchen und keine Dreiviertelmehrheit erreichbar ist für irgendeine der Entscheidungen, dann wird die genommen, die die relative Mehrheit erreicht. Und das ist hier in dem Fall das Sanieren, weil die über 50% haben. Also der BGH sagt zwei Voraussetzungen. Erstens objektiv Erfolgsaussicht und zweitens demografisch die relative Mehrheit. Das heißt, es wird heute nicht über Schadensersatz gelöst, sondern es wird ja schon der Beschluss als Ja, der Beschluss, man würde sagen, alle Nein-Stimmen werden als Ja-Stimmen gezählt, beziehungsweise sind unwirksam. Das heißt, man macht eine positive Beschlussfeststellungsklage und sagt, eigentlich ist der Beschluss gefasst worden, Kapitalerhöhung zu machen. Das klingt auf den ersten Blick toll. In der Praxis haben Sie nur das Problem, wenn der Notar das nicht mitgemacht hat und von vornherein ins Protokoll eingeschrieben hat, die Nein-Stimmen werden nicht gezählt, müssen Sie eine Feststellungsklage vom Gericht führen, durch drei Instanzen im Worst Case, und bis dahin ist die Gesellschaft eh pleite. Wenn der Notar es im Protokoll hat, haben Sie kein Problem, dann kann einer dagegen klagen, können Sie ein Freigabeverfahren machen, wird eingetragen, dann haben Sie das Ganze erledigt und die Gesellschaft wird saniert. Aber in der Praxis kriegen Sie es heute bei Schlussfeststellungsklage. Damals war das halt noch nicht so ausgefeilt, deshalb halt auch das Verfahren vom BGH und dann ging es nur um Schadensersatz. Gut, also Girmes-Fall, merken Sie sich, drei Aussagen. Erste Aussage, auch Minderheiten haben Treupflichten. Zweite Aussage, wenn die Wahl zwischen zwei Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit besteht und eine der beiden gefällt werden muss, nämlich sanieren oder auflösen, und für keine der beiden Entscheidungen die Mehrheit erreicht wird, setzt sich die Entscheidung durch, die Erfolgsaussicht hat und eine relative Mehrheit hat oder eine einfache Mehrheit hat. Und drittens, ein Vertreter
der mit Nein stimmt, obwohl er durch die Treuepflicht verpflichtet war, mit Ja zu stimmen, haftet nach 179.1 BGB analog auf Schadensersatz, weil seine Vertretungsmacht das treuwidrige Verhalten nicht erfasst, denn der Aktionär kann nicht mehr Rechte einräumen, als er selber hatte, da er nicht mit Nein stimmen durfte, durfte er auch keinen ermächtigen, mit Nein zu stimmen. Das sind die drei Aussagen der Girmes-Entscheidung, die alle rechtlich etwas wackelig sind, aber vom Ergebnis her zu einem durchaus brauchbaren Ergebnis führen. Deshalb, Girmes muss man kennen. So, dann sind wir heute auch durch.